Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei der Nachtzugromantik, die man auch im Jahr 2017 noch erleben kann. Man muss nur wissen, wo und wann. In diesem Film berichte ich etwas zum aktuellen Stand der Winterzüge in die österreichischen und norditalienischen Alpen, nach Zürich und, ganz neu, jetzt auch seit Jahren erstmals wieder direkt nach Chur im Schweizer Kanton Graubünden. Diesen besonderen Zug schauen wir uns später genauer an. Wenden wir uns zunächst mal den normalen Zügen zu, denn auch bei den täglich verkehrenden Nachtzügen gab es Ende 2016 erhebliche Änderungen. Das beliebte Nachtzugsystem der DB, die City Nightline, ist tot. Es lebe der Nachtzug. Denn einen Großteil der Strecken haben die österreichischen Bundesbahnen übernommen und mit dem neuen Namen Nightjet versehen. Was heißt das nun für unser Thema, den Verkehr vom Norden und Westen über die Rheinstrecke nach den Alpen? Im letzten Jahr ihres Bestehens fuhr die City Nightline jeden Abend mit einem langen Zug in Amsterdam los. Unterwegs wurde der Zug geteilt, eine Hälfte ging nach Zürich und die andere nach München. Nun sind halbe Züge ja nicht so wirtschaftlich wie ganze, und so fuhr dann auch in Hamburg ein langer Zug los, mit einem Teil nach Zürich und einem nach München. In Frankfurt wurde fleißig umrangiert, und so kamen in Zürich und München wieder sehr lange Züge an. Jede Hälfte bestand aus etwa 6 Wagen, darunter Schlaf-, Liege- und Sitzwagen. Genaueres findet man bei fernbahn.de. Auch die Hauptstädte Deutschlands und Tschechiens waren durch je einen Halbzug mit Zürich verbunden. Und schließlich schickten schon damals außerhalb des City-Nightline-Systems unter anderem auch die österreichischen Bundesbahnen jeden Abend ihre Euronight-Züge von Düsseldorf und Hamburg nach Wien mit Autotransportwagen. Ende 2016 wurde die hellblaue und die orange Linie eingestellt. Alle anderen hier gezeigten haben die ÖBB von der DB übernommen. Die beiden Münchner Zugteile wurden sogar täglich bis Innsbruck verlängert. Allerdings beginnt der dunkelblaue Halbzug nun erst in Düsseldorf, sodass Amsterdam komplett vom Nachtverkehr abgehängt ist. Von Zürich aus ist der Prager Halbzug verschwunden und der hellgrüne Zugteil nach Hamburg wird nun auf den gesamten Weg gemeinsam mit dem gelben über Berlin geführt. Nächtliches Rangieren gibt es somit nur noch in Nürnberg. Nördlich von Nürnberg, genauer gesagt in Mainz, sehen wir gleich den neuen Nightjet aus Düsseldorf. Vorne der Zugteil nach Wien, also die rote Linie aus der Landkarte. Hinten der Teil nach München und Innsbruck, also die dunkelblaue Linie. Jeder Teil hat 2 Sitz-, 2 Liege- und 1 Schlafwagen. Abgesehen von dem bunten Netz der täglich verkehrenden Nachtzüge gibt es auch noch einige, die nur einmal pro Woche fahren, hauptsächlich in die Feriengebiete und entweder nur im Winter oder im Sommer. An Winterzügen gibt es seit Jahren schon von Hamburg nach Österreich den privaten Schnee-Express, aus Holland kommt ebenfalls ein privater Zug unter wechselndem Namen und bis 2016 gab es auch den Treski der belgischen Staatsbahn, der in seinen letzten Jahren einen Umweg über Holland einlegte, um dort noch etwas voller zu werden. Bei den wöchentlichen Zügen ist seit Jahren Bewegung im Markt. Jedes Jahr ändert sich etwas. Zum Fahrplan 2017 entfiel der Treski, möglicherweise nur vorübergehend. Stattdessen bietet der holländische Treinreiswinkel nun einen weiteren Zug an, erstmals sogar bis in die Schweiz und Norditalien.
Doch so weit ist die Nacht noch nicht. Um 1:30 fährt jetzt erstmal der Hamburger Schneeexpress an uns vorbei. Er wird übrigens nicht als Sonder, sondern als Regelzug geführt und erscheint somit auf Abfahrtsplan und Wagenstandsanzeiger. In der Zugmitte erkennen wir zwei Partywagen, daneben die Sitzwagen und außen die Liegewagen für die Ruhebedürftigen. Ja, das ist Tempo. Und da geht die Post ab. Vor allem im Partywagen. Aber kommen wir nochmal auf die täglich fahrenden Züge zurück. Wie erwähnt, klafft's seit Ende 2016 eine empfindliche Lücke im Nachtzugnetz. Nämlich von Holland und Rhein-Ruhr in Richtung Schweiz. Diese Lücke hat die ÖBB nicht geschlossen, sondern hier hat die DB ihr neues Nachtreisekonzept installiert. Gewöhnliche Tagesintercities mit gedämpfter Innenbeleuchtung und weniger Durchsagen. Und so fährt jetzt ein Nachtintercity 209 von Hamburg über Köln und den Rhein entlang bis Basel. Dort ist dann Schluss. Und so sieht er von außen aus. Dieser IC wäre in einem Film über Winterurlaubsnachtzüge eigentlich keiner Erwähnung wert, wäre da nicht seine Nummer. 209, das gab's doch schon mal. Und zwar fast die gesamten 70er und 80er Jahre über gab es den D-Zug 209 vom Ruhrgebiet und Amsterdam in die Schweiz mit vielen, vielen Kurswagen. Das war ein richtiger Nachtzug mit Schlaf- und Liegewagen, ab 1983 sogar ohne Sitzwagen. Eingeführt wurde er in den 50er Jahren, als sich die Schweiz-Kurswagen des traditionsreichen Holland-Italien-Expresses sozusagen selbstständig machten. Bis 1989 nannte er sich D-209. Dann änderte er seine Nummer, erhielt den Namen Schweiz-Express und verlor der Reihe nach all seine Kurswagen. Als D-203 verkehrte er nochmal über ein Jahrzehnt, um schließlich zum Fahrplan 2003, verkürzt auf seinen Endpunkt Zürich, in dem gerade geschaffenen City Nightline System aufzugehen, bis dieses Ende 2016 sein Ende fand. Der D-209 war ein wahres Kunstwerk, jeder Wagen anders. Am Anfang ein Wagen für Gepäck und Expressgut von Kranenburg an der Grenze zwischen Nijmegen und Kleve nach Basel-Badischer Bahnhof, direkt danach der Postwagen von Oberhausen nach Basel-Schweizer Bahnhof, dann der erste Liegewagen von Dortmund nach Chur, übrigens nur freitags, der zweite Liegewagen, ebenfalls nach Chur, aber von Amsterdam und täglich. Dann für die Relation Amsterdam-Chur noch ein Schlafwagen mit Klimaanlage, holländische Bauart in dunkelblau. Wieder dunkelblau, jetzt ein Schweizer Wagen, ein Liegewagen ohne Klimaanlage, auch von Amsterdam, aber nach Brieg. Dann ein Wagen, den es eigentlich gar nicht gibt. Der könnte von Amsterdam nach Brieg oder auch von Dortmund nach Brieg gefahren sein. Vielleicht ein Zusatzwagen für eine Gruppe. Dann der reguläre Wagen von Dortmund nach Brieg. Jetzt beginnt also der eigentliche Stammzug Dortmund-Brieg. Nach dem Schlafwagen ein Liegewagen, Schweizer Bauart in dunkelblau, ohne Klimaanlage. Gefolgt von einem Schweizer Gepäckwagen, der bereits das Ende des Stammzuges markiert. Jetzt gucken wir mal ein bisschen schneller weiter. Denn der nächste Wagen, ein alter grüner Schweizer Liegewagen, wird in Bern abgekuppelt und geht nach Interlagen. Der fährt auch nur 2,5 Monate im Sommer täglich. Zu einem Zugschluss finden alle Freunde der Schwarzwaldbahn schließlich noch den roten Schlafwagen nach Konstanz. Täglich, außer samstags, ganzjährig. In Offenburg wird er vom D-209 abgehängt und mit einem Eilzug ans Ziel befördert. Ja, nach diesem kleinen Ausflug in die 80er geht's jetzt zurück in die Zukunft. Oder eher in die Gegenwart. Die freilich bereits Vergangenheit ist, wenn dieser Film in YouTube zu sehen ist. Wir hatten ja gesagt, dass außer den täglichen Zügen auch noch wöchentliche Winterzüge fahren. Auf der Landkarte sieht es so aus, als müsste man sich einfach nur in Köln hinstellen und könnte dann sämtliche Nachtzüge der Reihe nach einfach abfilmen. Ist aber nicht so. Gucken wir uns das genauer an. Oben die beiden Strecken von Norden, da kommt jetzt zum Beispiel der Nightjet von Düsseldorf, dann der Schneeexpress und schließlich der berühmte 209 aus Hamburg. Die fahren alle über die Brücke, aber die holländischen Züge fahren ganz woanders lang, die fahren nämlich von
von Ehrenfeld direkt die Abkürzung. Und das sieht nachts dann ungefähr so aus, also selbst wenn das relativ nah beisammen ist, man sieht gar nichts. Also müssen wir woanders hin, wir gehen nach Mainz-Bischofsheim. Und warum? Es kommt gleich, nach dem nächsten Zug. Warum ist es am Rhein so schön? Na, klarer Fall, weil es auf jeder Seite des Flusses eine zweigleisige Hauptstrecke mit viel Betrieb gibt. Ja, und was ist jetzt nicht so schön daran? Dass eben auch die seltenen und besonderen Züge sich auf beide Flussseiten verteilen. Und egal wo man steht, man kriegt nie alles mit. Nie? Halt, es gibt eine kleine Ausnahme. Mainz-Bischofsheim ist der einzige Bahnhof in ganz Europa, wo jeder dieser Züge durchfährt. Das gibt's noch nicht mal in Köln. Deshalb sind wir hier, seit 3 Stunden in der Kälte, und deshalb sehen wir jetzt auch den Zug aus der Eingangsszene mit den 5 Schlafwagen in die Schweiz. Während der holländischen Krokusferien sind also jede Menge Liegewagen im Einsatz. Die Nachfrage übersteigt das Angebot, sodass seit einiger Zeit zusätzlich an den Krokus-Samstagen ein Tageszug von Holland in die Skigebiete Österreichs fährt. Und zwar interessanterweise nicht am Rhein entlang, sondern über Hagen und die Ruhr-Sieg-Strecke. Zur Halbzeit der Krokus-Vakanzis fährt dann sogar am selben Samstag ein Tageszug nach Norden und gleichzeitig ein weiterer nach Süden. Also sowas gab's ja früher nicht. Vor 30 Jahren fuhren den ganzen Winter über an jedem Wochenende mehrere Urlaubsnachtzüge in die Alpen. Und bei besonders hoher Nachfrage wurden halt besonders viele Liegewagen bereitgestellt. In der Zugmitte immer die holländischen Buffet- und Restaurantwagen. Diese Züge standen nicht im regulären Fahrplan. Sie waren in Deutschland relativ unbekannt und auch schwierig zu filmen, weil sie sich fast vollständig im Schutz der Dunkelheit durch das Netz der DB bewegt haben. An Krokusfreitagen fuhren locker 6 oder 7 lange Züge. Zum Ende der Saison hin wurden sie dann weniger und kürzer und hell genug zum Filmen. Natürlich kann man damals wie heute auch mit regulären Tageszügen direkt in die Alpen fahren. Zum Beispiel mit den Schweizer Eurocities aus Hamburg, die sich seit vielen Jahren hartnäckig im Fahrplan behaupten und inzwischen sowohl Zürich als auch Interlaken ansteuern. Eins der beiden Zugpaare hat sogar vom alten TEE Rheingold die Zugnummern geerbt. Und die Idee eines erstklassigen Aussichtswagens am Zugschluss. Schweizer Panoramawagen fuhren schon vor einigen Jahren täglich den Rhein entlang. Die Wagen wurden dann allerdings abgezogen und eine Zeit lang innerschweizerisch verwendet, insbesondere auf der Gotthardbahn, bis diese ihren Fernverkehr Ende 2016 an den neuen Basistunnel abgegeben hat. Seitdem fahren die Wagen wieder am Rhein. Umsteigen ist, wie man sieht, immer mit Risiken verbunden.
Und deshalb gibt es auch nach Österreich direkte Intercities in die Urlaubsgebiete. Zum Beispiel diesen, der täglich Bodensee und Arlberg bedient. Tägliche Fernzüge fahren nicht mehr in alle Urlaubsregionen. So hat zum Beispiel die Schwarzwaldbahn Ende 2014 ihre letzte tägliche IC-Verbindung mit dem Norden verloren. Dennoch ist es bis heute gelungen, einen Intercity von Norddeutschland nach Koblenz am Wochenende bis in den Schwarzwald zu verlängern. Dass im Schwarzwald gerne schon mal richtig ordentlich Schnee liegt, sieht man zum Beispiel hier, als der tägliche IC noch fuhr. Noch mehr Schnee liegt natürlich in den Bergen der Schweiz und deshalb hat man bis Frühjahr 2013 auch regelmäßig die City Nightline-Züge nach Zürich am Wochenende bis nach Brieg im Wallis verlängert. Es ist ein kostengünstiger Kunstgriff, täglich fahrende Großstadt-Verbindungszüge an Tagen mit hohem Urlaubsverkehr in die Wintersportgebiete zu verlängern. Denn damit kann ein Anbieter eine saisonabhängig stark schwankende Nachfrage abdecken, ohne eigens dafür das ganze Jahr über teure Waggons vorhalten zu müssen. In den 80ern hingegen hatte die DB noch genügend Liegewagen für alle möglichen Einsatzfelder, sodass die Pauschalreiseveranstalter ihre Kunden in eigenen Charter-Liegewagenzügen in den Urlaub schicken konnten. Was sich im Urlaubskatalog so scheinbar einfach darstellte, war das Ergebnis einer ausgefeilten Planung, die flexibel auf die aktuelle Nachfrage reagieren konnte. Ein komplexes System aus diversen, in festem Turnus, aber nur bei entsprechendem Bedarf verkehrenden Zügen, den sogenannten Turnuszügen, beförderte die unterschiedlichsten Mengen von Kurswagen aus Hamburg und Dortmund mit mehr oder weniger zahlreichen Umstellungen über Nacht an die verschiedensten Zielorte. Diese Urlaubszüge waren wahre Wunderwerke. In den Kursbüchern fehlten sie, weil sie ja nicht öffentlich zugänglich waren. Nur wer einen Urlaub gebucht hatte, bekam dann irgendwann einen Fahrplan zugeschickt, der den zugeteilten Kurswagenlauf darstellte. In die Schweiz verkehrte jahrelang der D13005, offizielles Ziel Brieg, doch die Mehrheit der Wagen verteilte sich meist auf andere Ziele im gesamten Land. Hier sehen wir seinen Gegenzug 13004. Mit Wagen aus Brieg, Chur und Genf im zugeschneiten Köln. Das sind gleich mehrere Besonderheiten auf einmal. Schnee ist zum Beispiel schon mal recht selten in Köln. Dieser Zug hier hat dann die Besonderheit, dass er rein äußerlich absolut gar nichts Besonderes hat. 10 Liegewagen, kein Sitzwagen, kein Speisewagen, kein Schlaf- oder Gepäckwagen. Aber genau sowas war sehr selten. Ein DB-Liegewagenzug ohne Sitzwagen. Außerdem war es etwas Besonderes, dass so viele Liegewagen aus der teuren Schweiz zusammengekommen sind. Denn gerade in den späten 80ern reichte es oft nicht für einen eigenen Direktzug über Basel und die Wagen wurden den Österreich-Turnuszügen via Bodensee mitgegeben. Naja, und Kurswagen von und nach Genf oder direkt in die Savoyer Alpen nach Burg St.-Maurice waren erst recht selten, zumindest aus Richtung Dortmund. Ob aus dem reichen Hamburg vielleicht mehr Kurswagen nach Genf fuhren, wäre noch zu erforschen. Außerhalb der Spitzentage rund um die Weihnachts- und Osterferien sahen die Winterwochenenden am Rhein in den 80ern meist etwa so aus. Neben den vorhin schon besprochenen Holland-Ferienzügen fuhren auch aus Dortmund ungefähr 3 Turnusnachtzüge, aber eben recht bunte,
seit 1980 der rot-weiße TUI Ferienexpress eingeführt worden war. Beim unteren Zug erkennen wir an der Spitze 5 Kurswagen in die Schweiz via Bodensee, also wieder ein Wochenende ohne den 13005. Wie gesagt, wir haben es hier mit wahren Kunstwerken zu tun. Die Turnuszüge aus Dortmund vollführten in den Alpen gemeinsam mit den Zügen aus Hamburg ein wahres Präzisionspuzzlespiel. Der erste Zug bedient zum Beispiel nur Südtirol. Die Hamburger Wagen müssen wir uns jetzt dazu denken, haben wir nämlich keine Aufzeichnungen dazu. Der nächste Zug bedient dann eher die östlichen Skiregionen Österreichs. Welcher Wagen aber wann wohin führte, ändert sich natürlich jede Woche, je nach Urlaubsbuchungen. Der dritte Zug schließlich kommt via Bodensee und versorgt die Schweiz, den Arlberg und die Giselabahn bis Zell am See. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann fahren sie dort noch heute. Heute gibt's ja diese schönen Zugfahrpläne im Internet. Schauen wir also mal rein und wir sehen, wie man über Nacht von Den Haag nach Österreich kommt. Sowohl an den Arlberg, genau wie damals, als auch über die Giselabahn bis nach Schladming. Wenn wir das mal vergleichen mit früher, ist es natürlich etwas weniger geworden, aber interessanterweise weitet sich das Angebot zurzeit gerade wieder aus. Im Osten über Schwarzach hinaus nun bis Schladming, im Süden endlich wieder bis nach Italien und im Westen über Bludenz hinaus bis in die Ostschweiz. Das schauen wir uns mal näher an, und zwar in Bludenz und in Chur. Bludenz ist ein großer und geschäftiger Bahnhof. Er liegt auf gut 500 Metern Höhe. Hier beginnt der Steilabschnitt der Arlbergbahn, die auf den nächsten 30 Kilometern 750 Höhenmeter emporklettert. Bis zum Arlbergtunnel, der über 10 Kilometer lang ist. Er ging 1884 in Betrieb, also 2 Jahre nach dem Schweizer Gotthardtunnel, welcher nochmal 5 Kilometer länger ist. In Bludenz sehen wir einen halben Alpenexpress Ostenreich aus Den Haag mit der grünen belgischen Lok und den halben Schneeexpress aus Hamburg. Nachdem der Schneeexpress für die Rückfahrt fertig gemacht ist, stellt ihn die blaue Lok am Abfahrtsbahnsteig bereit und macht dann erstmal selber einen kleinen Spaziergang. Da die andere Hälfte des Zuges nach Schladming gefahren ist, finden wir hier direkt hinter der Lok sozusagen die ehemalige Zugmitte vor, sprich den Partywagen. Wenn man genau hinschaut, sieht man am Ende des ersten Wagens rechts die Aufschrift Tanzwagen. Und das Ganze mit 160 Stundenkilometern. Seit sich die früheren Staatsbahnen von Deutschland, Holland, Dänemark und nun auch Belgien der Reihe nach aus dem Winter-Turnus-Zugmarkt zurückgezogen haben, liegt das Geschäft heute komplett bei privaten Unternehmen, auch wenn das an den Bahnen hier noch etwas anders aussieht. Newcomer tauchen auf und verschwinden wieder, denn Liegewagenzüge zu betreiben ist nicht ganz ohne. Am Zielbahnhof die Wagen mit Strom zu versorgen ist noch die leichteste Übung. Nach dem Schneeexpress darf nun auch der Alpenexpress ans Behandlungsgleis fahren. Praktisch, wenn er vom selben Unternehmen betrieben wird, dann gibt es keinen Streit, wer zuerst darf. Denn am Behandlungsgleis ist man eine Weile beschäftigt, weil jeder Zug Wagen für Wagen an die Wasserversorgung gefahren und frisch betankt werden muss. Auch die Bettwäsche wird natürlich gewechselt und die Bordgastronomie mit neuen Speisen und Getränken beladen. Während die einfarbig bordeaux-roten Liegewagen vom früheren TUI Ferienexpress stammen und klimatisiert sind, handelt es sich bei allen anderen Liegewagen um ehemalige DB-Wagen ohne Klimaanlage, was man an den Übersetzfenstern sieht. In früheren Zeiten hatte die DB einen eigenen, großen Fuhrpark von Liegewagen, da sie zu jeder Jahreszeit die unterschiedlichsten Fahrgäste damit befördern konnte. Urlaubszüge zu allen Ferienzeiten, Pilgerfahrten nach Rom oder Lourdes, Sonderzüge für Unternehmen oder größere Reisegruppen, Gastarbeiterzüge nach Sizilien, Begleitwagen für die Lkw-Fahrer in der rollenden Landstraße, Bundeswehr-Truppentransporte für NATO-Manöver und vieles andere mehr. Zudem konnte man die alten Liegewagen tagsüber sehr einfach als Sitzwagen nutzen. Doch solch ein Universalfahrzeug passt heute nicht mehr in die ICE-Philosophie und folglich tummeln sich jetzt Private in diesem Markt.
offenbar durchaus erfolgreich. Das Rauschen im Mikrofon vorhin hat uns schon gezeigt, dass am Arlberg ein schwerer Sturm tobt. Wir fahren also lieber rüber über die Grenze in die Schweiz und schauen uns die Lage in Chur an. Auch Chur ist ein großer betriebsamer Bahnhof. Rechts ein Schmalspurtriebwagen der Rätischen Bahngesellschaft, denn für die Normalspur ist hier Endstation. Es gibt einen großen Abstellbahnhof und auch Chur liegt, genau wie Bludenz, auf gut 500 Metern Höhe. Eine sehr moderne Großformatanzeige kündigt als Extrazug unseren Alpenexpress Switzerland nach Den Haag an. Dass in Chur mehrere Wochen nacheinander ein Schlaf- und Liegewagenzug gefahren ist, das ist schon ein paar Jahre her. Früher gab es hier nicht nur Turnuszüge, sondern auch jede Menge reguläre Nachtzüge. Noch in den 90er Jahren fuhren von Chur mehr oder weniger täglich Schlaf- oder Liegewagen nach Paris, Luxemburg, Brüssel, Amsterdam und Hamburg. Der letzte direkte DB-Urlaubsexpress verließ Chur am 1. April 2006. Übrig blieb die City Nightline mit ihrer winterlichen Verlängerung nach Brieg und Innsbruck. 2014 fuhr sie statt Brieg noch einmal Chur an, danach nur noch Innsbruck, bis zu ihrer Einstellung 2016. Insofern ist die Einrichtung eines privaten Turnuszuges nach Chur jetzt schon etwas Beachtliches und wir wünschen viel Erfolg dabei. Wie so oft bei neuen Angeboten dauert es ja auch gerade bei neuen Bahnverbindungen generell immer eine Weile, bis sie von den Kunden wahrgenommen und genutzt werden. Wünschen wir dem Anbieter also auch ein gutes Durchhaltevermögen mit seinem neuen Produkt. Hinter unserem neuen Turnuszug taucht gleich ein enger Verwandter des berühmten Glacier-Express auf. Auf der Schmalspurstrecke nach St. Moritz im Engadin führt nämlich auch einer der abendlichen Regionalexpresszüge im Winter reservierungspflichtige Panoramawagen bis zum 17. April und zusätzlich einen blauen Speisewagen, diesen aber nur freitags und samstags bis zum 4. März, also heute letzter Tag. Glück muss man haben. Wie der geneigte Zuschauer bereits merkt, fahren wir dem Alpenexpress schnell mit der S-Bahn ein Stück voraus, um ihn auch noch mit adäquater Hintergrundkulisse aufnehmen zu können. Links fährt gerade die Gegen-S-Bahn ein, aber das stört den Alpenexpress nicht, denn in der Schweiz fährt man ja auf dem linken Gleis.
Zumindest um die Nachtzüge von Hamburg und Holland nach Österreich muss man sich also momentan keine Sorgen machen. Aber was ist denn mit Belgien los? Der SNCB-Turnuszug namens Treski ist komplett verschwunden. Man setzt nun anscheinend nur noch auf den Skitalis, der einen tagsüber in 6,5 Stunden von Brüssel nach Bourg-Saint-Maurice bringt und in 9 Stunden von Amsterdam aus. Abfahrt morgens um 5.42 Uhr. Lapidar stand Anfang 2017 auf der belgischen Bahn-Homepage: De Treski ne circule pas cette saison. De Treski reit diese Saison nicht. Gut, schon in den 80ern fuhren von Brüssel aus nur knapp halb so viele Turnuszüge in die Alpen wie von Den Haag. Aber nun ist der Treski anscheinend am 20. März 2016 das bislang letzte Mal gefahren. Schauen wir uns daher diese Saison nochmal genau an. Vor allem seine schicken, klimatisierten Liegewagen mit dem B-Logo in der Mitte. Wie auch immer es mit dem Nachtverkehr von Brüssel in die Alpen weitergeht, die feinen belgischen Liegewagen gibt es jedenfalls noch. Sie wurden zum Beispiel im Mai 2017 als Pilgerzug am Rhein gesichtet. Schauen wir also mal, was die Zukunft bringt. Kleiner Trost: Seit vielen Jahren und auch heute noch fährt von Brüssel ein Sitzwagen nach Zug an 2 Terminen im Januar für den Reiseveranstalter Intersoc in die Schweiz. Dazu gibt es eine schöne Doku in YouTube, hier mal die 2 besten Szenen daraus. Schauen wir zum Schluss nochmal genauer in das System Nachtzug. Und zwar nicht nur in das Innere der Wagen, sondern auch in das System an sich. Und zwar konkret auf die Frage: Wie erfährt man überhaupt als Kunde, der von A nach B will, dass es eine Verbindung mit Schlaf- und Liegewagen gibt, also sozusagen ein rollendes Hotel? Leider ist es nämlich gar nicht so leicht, das aus den Tiefen der Auskunftssysteme herauszukriegen, sofern man nicht gerade einfach nur von Zürich Hauptbahnhof nach Hamburg Hauptbahnhof will. Stellen wir uns also mal vor, wir wollten von Brieg im Wallis nach Tostedt bei Hamburg. Die Fahrplanauskunft gibt jetzt allerlei Nachtverbindungen mit 4- oder 5-mal Umsteigen aus, sowie eine mit nur 2-mal Umsteigen. Klickt man die an, sieht man aber, da ist von Basel bis Bremen der Nacht-Intercity dabei, also 10 Stunden am Stück auf einem engen Sitz. Muss das sein? Nee, natürlich nicht. Wenn ich schon als Kunde weiß, dass es einen Nachtzug bis Hamburg gibt, dann kann ich versuchen, das als Zwischenstation einzugeben und damit den Rechner zu zwingen, den Nachtzug zu finden. Ja, und siehe da, jetzt kommt er. Genau wie eben, nur 2-mal umsteigen, aber ein bequemes Bett von Basel bis Hamburg. Ja, und warum nicht gleich so? Weil ich mit dem Liegewagen über Hamburg 5 Minuten später in Tostedt ankomme und auch etwas früher in Brieg losfahre. Zwar bietet das System als Suchoption auch Direktverbindungen mit Liegewagen, bei der DBI-Auskunft übrigens inzwischen unterdrückt, bei der ÖBB noch vorhanden. Aber auch die nützt einem nichts, weil der Liegewagen ja eben nicht direkt bis Tostedt fährt. Auch die SBB-Auskunft macht das nicht besser. So muss man sich also nicht wundern, wenn viele Bahnreisende gar nicht erfahren, dass es eine günstige Nachtzugverbindung gibt, weil die Auskunft erstmal nur auf Schnelligkeit hin optimiert. Trotz allem gibt es immer noch Nachtzüge von beachtlicher Länge. Lassen wir diesen Film also ausklingen mit dem Nightjet von Zürich über Berlin nach Hamburg.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte vorsichtig, der Zug fährt ab.